Hallo und herzlich willkommen zu einer Review von dem wohl jüngsten Moment beim MCU. Und natürlich geht es heute um den neuen Spider-Man Far From Home. Ob der neue Spider-Man gelungen ist und ob Heimat den letzten Avengers gut weitergeführt wird, das sieht alles hier bei Filmlave. Peter Parker hat Lummel einfach genug vom Thema Superheld und will einfach nehmen seine Europa-Race mit seiner Klasse genießen. Und Peter hat momentan nehmen Apps am Kopf, und zwar wie in der Mary Jane Mino kommen kann. Allerdings kann sein Plan selber Bock gehalten, wie der Nick Fury optaut und seine Hilfe braucht. Weil die nächste Bedrohung steht schon viel unter dir, und zwar in Form von riesigen elementaren Wesen, die die Welt zerstören wollen. Peter steht aber nicht ganz allein da, weil der Nick Fury hat Verstärkung am Gepäck, und zwar in Form von neuen Charakter Mysterio. An der steht seine Nummer nicht nur. Der kennt nämlich aus einem alternativen Universum, an dem seine Welt gerade eben genau von denen Wesen zerstört. Allo verlangt hin, wie soll der Ranch das sein? Nur Revanche. Los, du hinnen zwei für das Ganze an den Griff zu kriegen. Ob sie zwei zusammen da stark genug sind, aber was hat den Elementare stöcht, das gesehen alles am Kino bei Spider-Man Far From Home. Also voran muss ich sagen, dass ich nicht ganz objektiv an das Thema konnte rugeln, weil ich einfach ein riesen Fan von Spider-Man sind, schon mit dem Comic genug gefallen. Mir trotzdem probieren ich ein bisschen ein unparteiisches Bild vom Film aufzugehen. Das Schwierigste für den Film ist wohl den Nachfolger zu gehen von dem riesigen Avengers-Epos. Mit meiner Meinung nach ist das Far From Home gut immer so schlecht. Ich probiere das Ganze mal nicht zu spoilern, aber vom Plot her ist das nicht so einfach. Trotz dass das Ganze dem riesig Elementare geht, die ganze Welt zerstören will und an Europa spielt, hat ihn trotzdem immer gefehlt, dass Spider-Man an einem relativ kleinen Kosmos spielt. Aber besonders an den kleinen Momenten, wo ihn dem Peter einfach nur guckt, wie er probiert, mit den typischen Teenager-Problemen eins zu gehen, als der Film am allerstärksten. Weil die größte Probleme am Film haben ich mit dem Kampf von den Elementaren, weil all drin haben wir heute Problem von den charakterlosen Antagonisten. Ich muss aber sagen, dass das für die Story nicht ganz unwichtig ist. In der Hinsicht sich dem Film daran verziehen. Aber trotzdem sind die Momente die schwächsten. Mit dem Moment kommt am Film, wo der Film sich um 180 Grad dreht und immense Sympathie gewinnt. Insgesamt muss ich sagen, dass mit der Story einen gelungenen Übergang zu den nächsten MCU-Filmen gemacht hat. An auch Avengers kommt mit Spider-Man einen perfekten Aufschluss nach Geburt. Zum Cast denken sprach ich eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Denn Tom Holland hat sich ja schon an Homecoming zu 100% bewiesen und den Jake Gyllenhaal spielt der perfekte Mysterio. Und Samuel L. Jackson, ja, der spielt halt so gut wie immer. Aber wie sollte er noch sonst den Nick Fury spielen? Also was bleibt mir dann noch schon ernst, dass du so, wie wenn der Fan vom MCU seht oder auch von Spider-Man, dann ist Far From Home eher ein Film. Was denkt ihr da so über die MCU-Filme, auf jeden Fall über Spider-Man? Erzählt mir doch in den Kommentaren. Und in dem Sinn verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Spider-Man Far From Home. Oh my God. I just always feel like I'm putting my friends in danger. The world needs the next Iron Man. Are you going to step up or not? I work with Spider-Man. You work for Spider-Man? I work with Spider-Man, not for Spider-Man. New plan.